Dann ist hier mein fertiges Strohdach. Guckt es euch an. Jo, schön rund. Und schön an der Klippenspitze. Ihr seht das erste Mal die Donkey Kong Hütte. Wir haben nur das K bisher. Aber O, N und G folgen. So um die 2000 Vollkorn sind da drin. Also, ihr wisst schon. Der Mann muss natürlich erstmal wieder seinen Phallus in die Landschaft setzen. Geh da mal los! Ja. Das sieht aus wie in Rayman 3, das Herz der Welt. Das ist geil. Oh mein Gott! Endgeil! Mein Gott, wo bist du denn? Ende läuft in den Flug. Tötzi. Jetzt nicht mehr! Oh, Entschuldigung. Ey, John, hier ist so scheiße aus. Sprich das mal aus. Glymospilz Hymenophor. Was ist denn das? Dieses pinke Zeug hier. Oh, hier hat jemand was abgebaut. Du hast halt neue Haarfarbenkristalle da. Ey, da vorne war... Oh mein Gott, Hilfe! Ach stimmt, wir können ja gucken. Hilfe. Oh Gott. Wollen wir nicht vielleicht kurz helfen? Tesi, ist alles okay eigentlich? Oh, ein Bett. Sollen wir ein Luft bringen? Achtung! Du hast ja wirklich ein Bett. Oh mein fucking Gott! Ja, und jetzt? Wollen wir kurz ein Homesetten und dann... Ja, ich mach nochmal ein neues Homeset. Haben die... Ja, haben die Waystone bei sich? Hi! Oh, hier ist dieses süße Zeug wieder. Juhu. Also ja, ich glaube, Hockey wollte das Bett zweimal platzieren und das wurde dann gezählt. Oh. Ah, meine Enderperlen sind ja weg. Was ist geschehen? Schade. Es gibt Corrupted Enderperlen. Und damit kannst du jemand anderen wegfahren? Damit kannst du jemand anderem weg mit euch! Wie lustig. Ich hab die Corrupted Enderperlen. Finger weg von meiner Kiste! Hey! Ich hab schon gelitten, okay. Ja, jetzt kannst du an die Kiste. Warte, wo ist der ganz hin? Oh mein Gott. Weiß, holy shit, das ist so verhindert gewesen. Halt die Fresse. Einfach wenn man nach der Spur... Nein, das ist nicht wahr. Was ist hier los? Keggy fiel aus der Welt. Was hat er denn getan? Nee, das haben wir schon gemacht. Ich bin in Schubslaune. Wo? Ey, oh nein, das. Ich mach diesen Klang nicht. Schubslaune! Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Dreckigen. Ich bin nicht in geschubst werden Laune, okay? Und du, Hockey? Ja, gerne. Wollen wir noch eine Rundtour von deinem Haus machen oder so? Ja, können wir machen. Also ich habe das Haus schon ein bisschen gezeigt, aber alles pink halt. Kirschblätter, voll die dicke Villa, irgendwelche Bambusblöcke hier am Rand. Ja, hier ist einfach nur das Untergeschoss, wo ich Ja klar, hier ist ja basically, wird hier ja noch gebaut. Das ist die Küche. Hier schlafe ich. Hier ist so ein bisschen Wohnzimmer, hier will ich noch gucken, was ich hier ins Eck mache. Ey, Kirschholz geschält. Sieht aus wie der fluffigste Teppich, oder? Das sieht richtig gut aus, so pinker... Kuschelteppich einfach. Oder Lapskaus. Eins von beiden. Nee, nicht Lapskaus. Nein, nicht Hitler. Das hier ist der Fernseher, der ist nicht 3D. Den habe ich gebaut. Ja, ja, es gab nicht so gute gemacht. Lösungen dafür. Oh mein Gott, was ist denn was? Das war vorhin noch nicht hier. Ich war einmal kurz zwischendrin da. Oh mein Gott, wann ist das passiert und wer? Oh mein Lederkappe, noch eine Lederkappe. Oh nein, nicht schon wieder die Scheiße. Ganz viel kommt. Oh, Keggy könnte das gewesen sein, weil ich das selber bei ihm ein bisschen... Es war Keggy, ja. Ich stelle erstmal jetzt eine Truhe hier hin mit den ganzen Lederdingern. Und dann können wir gerne noch eine Expedition starten. Wir könnten eventuell nach dem Hockeykopf suchen. Oh, okay, das machen wir. Gehen wir auf die Jagd. Boah, okay, das ist eine riesige Karte. Er hat nicht mal eingekreist. Wir haben hier, das ist meine Hütte. Dieser grüne Kreis hier. Da lebt Nicole. Das ist Mogia und Shit. Und das ist der gesamte Bereich, wo irgendwo der größte Schatz der Welt versteckt wurde von Mogi. Und das ohne Elytra. Ach, die Brücke, yo. Oh mein Gott, pass auf, dass du nicht reinfällst. Ich wäre auch fast rein. Das ist auch echt so, das sieht aus wie eine Zielscheibe. Ja, das sieht aus wie eine Zielscheibe. Das ist echt so, um das von Weitem zu sehen. Man kann so von hier darüber schießen. Da ist ein Gang. Oh mein Gott, Schatz. Oh mein Gott, das meinst du? Oh mein Gott, ein Creeper, Schatz. Okay. Der hat den Baby zurück. Da ist noch einer. Okay, Digga, was? Wie viele Creeper sind hier? Das haben wir hier gefunden. Junge, das ist irgendwie eine Mine. Also so eine Ingame-Mine, glaube ich. Scheibe. Denk mal, der Hockeykopf ist aber auf jeden Fall nicht in so einer Höhle unten drin, ne?
Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, wir... Ja, wollen wir dann wieder raus? Jo. Ah, wir sind draußen. Perfekt. Ja, hier ist dann... Oh mein Gott. Hier ist... Da ist ein Cree. Dafür steht also Cree. Ah, Vorsicht! Ah, so, da sind wir. Guck mal, das ist die Zielscheibe. Ja, oh mein Gott, wir sind all the way around. Da könnte der auch gut versteckt sein, ohne dass er farblich so krass auffällt. Was ist das überhaupt? Ist das so Südpol? Ja, dieser blaue Bereich da, ja. Ne? Habe ich mich auch schon gefragt. Okay, wollen wir mit dem Boot dahin? Das ist genau diesen Fluss runter. Ja, können wir machen. Ich war schon da vorne, direkt da vorne dran. Das ist Wasser, tatsächlich. Ach so, man sieht so, was da drunter ist. Da ist eine City oder so Korallen. Voll geil hier. Voll geil hier. Boah, ist das bunt. Ist das geil hier. Kommt hier. Oh mein Gott, da ist er! Oh mein Gott! Wir haben ihn! Schatz, guck da hin, wo ich hinguck mit C. Was? Oh mein Gott, wir haben ihn einfach! Let's fucking go! Ich seh ihn nicht. Na hier! Ist vielleicht noch nicht gerendert bei dir. Ach da! Da oben auf dem Berg! What the fuck? Es war wirklich bei diesem blauen, aber nur in der Nähe. Let's fucking go, Chad! Yes, man! Woo! Alter! Let's fucking go. No way. No way! Halt die Fresse, okay, hier wird nicht geteilt. Rein da. Hallo Sucher, du hast es also doch geschafft. Ich hoffe, du bist unterwegs nicht zu Schaden gekommen. Wenn du das hier liest, bin ich längst an einem anderen Ort und suhle mich in Reichtümern, von denen du nicht mal zu träumen wagen würdest. Wie dem auch sei, reden wir über Fullys Einstellung zu spaßigen Server-Events. Nicht sonderlich gut. Wie kann man so ein Hater sein? Wie dem auch sei. Mogia wird euch alle wegsprengen. Ich bunkere bereits mein TNT. 5 Doppelkisten bisher. Aber da kann Sean doch easy mithalten, oder? Ich dachte, da wäre jetzt noch irgendwas drin. Aber vielleicht war genau das der Plan dahinter. Der Schulker. Wo ist hier ein Schulker? Ach, das Ding! Ich dachte, das heißt... Oh mein Gott, sind wir dumm. Oh mein Gott. Ja. Ja, ich bin Schulker noch nicht gewohnt als Kisten. Ein Smithing Table. Und da ist... Oh mein Gott, Weichei. Eine Schmiedevorlage. Ach, Ja, endlich haben wir's. Willst du das haben? Ja. Ich find's wild, dass ich meine, ich hab sogar auf der Karte den Block gesehen gehabt, oder? War dieser Teil noch nicht freigelegt irgendwie? Wahrscheinlich noch nicht freigelegt. Ich hatte aber extra da, wo Yomama ist, ganz zu Anfang hatte ich sogar drüber gesprochen, dass man sich zu Yomama porten könnte, um da zu suchen. Es ist legit, guck mal, es ist da. Da ist der Waypoint. Ja. Ah, den letzten Strich kann ich nicht mehr setzen, oder was? Passt schon. Was muss ich tun? Du musst dich auf die Magma stellen. Oh, das tut doch weh. Und crouch mal. Oh. Und dann tut's nicht weh, geht's oder? Auf? Nein. Sonst würde ich ja runterfallen. Ne? Aber das finde ich super. So- ah! Oh mein Gott. Oh, ich habe genau mit sowas gerechnet. So ein schöner. Da werden die Steuereintreiber dann. Des Weges verwiesen. Oh, die Buben. Du musst dich nämlich hinknien vor dem König. Deswegen ist da Magma. Ach so, das ergibt Sinn. Ja, ich wusste nicht, dass man durch Knien da keinen Schaden drauf kriegt. Das ist ja geil. Okay, das war ein gutes letztes Abenteuer, oder? Dann so sieht's aus im Schneckenhaus. Bin ich jetzt raus erstmal.